Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns immer noch auf Taris und sind jetzt hier in dem letzten Sektor. Wir geben hier nochmal eine Quest ab bei Lord Scheitin. Lord Scheitin, zu euren Diensten. Ich war erleichtert zu hören, dass ihr unseren Angriff anführt. Wenn ich nach eurer Beherrschung der Macht gehe, wird das ein stolzer Tag für alle Sith. Darth Gravus, euer Freund ist eingetroffen. Das habt ihr gut gemacht. Taris ist verwüstet. Die Unterstützung der Republik geschwächt. Ich nehme an, ihr seid bereit, ihn in den Todesstoß zu versetzen. Ja, ich bin bereit. Die Republik wird keinen weiteren Tag auf Taris überleben. Diese Art von Überzeugung wird für den kommenden Kampf notwendig sein. Vor ein paar Jahrhunderten hat Darth Malak mit der Zerstörung von Taris begonnen. Wir werden sein Werk vollenden. Wir werden den republikanischen Wiederaufbau und die verantwortlichen Jedi zerschmettern. Ihr habt sie in ihrem Stützpunkt in die Enge getrieben, ihrer einzigen Zuflucht auf Taris. Die bald schon ihr Grab sein wird. Keine Sorge, Gravus. Ich werde diesen Stützpunkt abreißen und anschließend Taris in republikanischem Blut baden. Ihr werdet versagen. Die Vernichtung der Republik erfordert große Macht. Etwas, das ihr nie haben werdet. Ich bin zu mehr fähig, als ihr denkt. Tanner, ich wusste, du würdest beim ersten Anzeichen von Blut angerannt kommen. Leider ist der Weg zum Stützpunkt mit republikanischen Truppen gepflastert. Sie behindern das Vorrücken unserer Armee. Bewerft sie mit Bomben. Sie haben Schilde. Nur Nahkampf wird funktionieren. Schilde oder nicht. Ich will, dass nichts als Staub von ihnen übrig bleibt. Ich kümmere mich darum. Sie werden mehr als Schilde brauchen, um mir zu entkommen. Und mir. Einen guten Kampf lasse ich mir nicht entgehen. Räumt das Schlachtfeld. Dann greifen wir den republikanischen Stützpunkt an und vertreiben sie endlich von Taris. So, Leute, und hier unten haben wir auch nochmal eine Quest. Die wollen wir auch noch mitnehmen. Lieutenant Trace. Sprecht leise, mein Sith Lord. Die Republik belauscht uns vielleicht. Ich bin Lieutenant Trace. Ich verfolge seit Wochen republikanische Signale, die hier ein- und ausgehen. Schließlich musste ich jede Kommunikation nach draußen unterbinden. Jetzt können meine Leute nicht mal mehr ihre Mütter kontaktieren, ohne sich meine Erlaubnis einzuholen. Sehr vernünftig. Gut, dass ihr das Problem rechtzeitig unter Kontrolle gebracht habt. Ich habe nur keine Möglichkeit festzustellen, wie viele Informationen bereits nach draußen gesickert sind. Seht ihr das? Ein republikanischer Transmitter. Vor ein paar Wochen hat einer meiner Männer versucht, einen unter meinem Schreibtisch anzubringen. Jetzt ist er tot. Ich habe das Signal der Wanze zu einem republikanischen Horchposten in der Nähe verfolgt. Eine Art Kommunikationsschnittstelle. In diesem Horchposten befindet sich wohl eine der wichtigsten Satellitenanlagen der Republik. Der Grundpfeiler ihrer gesamten Kommunikation auf Taris. Zerstören wir ihn doch. Klingt nach einem idealen Ziel. Ich wusste, ihr würdet die positive Seite erkennen. Das ist die Gelegenheit, der republikanischen Spionage ein Ende zu setzen. Ihre Spione abzuschneiden und ihre Streitkräfte blind in die Falle tappen zu lassen. Leider weiß ich nicht, wem ich hier noch trauen kann. Deshalb müsst ihr euch darum kümmern. Könnt ihr den Horchposten zerstören? Was sein muss, muss sein. Das Imperium muss seine Überlegenheit bewahren und seine Würde. Allerdings, es ist nicht gerade ermutigend, belauscht zu werden. Und es könnte peinlich werden. Schaltet die Satellitenanlage aus und der ganze Horchposten wird lahmgelegt. Aber denkt daran, das ist eine militärische Einrichtung. Und wer in dieser Wildnis überlebt hat, ist bestimmt ein starker Gegner. Okay, damit haben wir dann erstmal alles angenommen, was es hier anzunehmen gibt. Dann gehen wir erstmal wieder nach draußen. Und ich würde gleich als erstes eigentlich gerne die Heldenmission hier oben erledigen. Hier ist sie.
Genau, weil alles andere betrifft dann so ziemlich hier den Angriff auf die Base der Republikaner. Und hier oben müssen wir eh hin, da haben wir nochmal ein kleines Kartenstück zu entdecken, damit die Karte hier wieder vollständig aufgedeckt ist. Ja, gehen wir am besten über die Brücke. Oder hier hinten lang. Das sollte auch gehen. Kommen wir hier durch? Ja, da kommen wir durch. So, und hier sollen wir halt auch den Trupp noch finden. Das ist hier die Bonusmission. Die vier Soldaten, die liegen hier irgendwo als Leichen rum. Müssen wir mal schauen, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie runterkommen. Das war riskant, aber ich habe mich getraut. Hat uns natürlich ein bisschen Fallschaden gekostet. Anderer Spieler unterwegs, das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir halt auch die Sachen hier sabotiert bekommen, die er vielleicht vorher schon sabotiert hat. So, hier ist die erste Leiche. War so klar, dass sie uns doch noch angreifen. Wir setzen Jessa mal auf Passivmodus gerade. So, da liegt nämlich noch einer. Das ist ein bisschen tricky, die hier zu finden. Weil die halt überall in diesem Umkreis hier liegen können. Und nicht überall, finde ich, sieht man das unbedingt gut. So, es könnte sein, dass jetzt hier unten noch irgendwo zwei liegen. Da bin ich mir halt aber auch nicht so sicher. Schauen wir uns doch hier unten einfach mal um. Schaden kann das ja nicht. Wir müssen halt nur ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier nicht wieder in irgendwelche Kämpfe geraten. So, hier gibt es nämlich auch wieder einen Datacron in der Nähe, man hört es schon. Ich glaube aber, hier unten liegt keiner.
wenn ich mich recht erinnere. Die waren, glaube ich, alle oben irgendwo. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Da oben ist das Datacron. Ja, da kommt ihr hin, indem ihr von oben da runter springt. Also ihr müsst irgendwie halt auf dieses obere Rohr kommen. Hier oben, und dann könnt ihr da runter springen. Und lasst mich lügen, aber irgendwo über so eine Mauer kommt ihr dann dahin. Ja, ist ein bisschen komplizierter. Mal wieder. So, hier links hatten wir einen. Könnte sein, dass hier rechts vielleicht noch irgendwo jemand liegt. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir wirklich mal hier weiter, wo wir ja eigentlich schon hin wollten. Jetzt habe ich was gut. Ach so, wir haben eh noch eine Bonusmission. Wir sollen ja hier auch noch die republikanischen Truppen töten. Drei haben wir da gerade mal. Kommen noch ein paar dazu. Aber da sich das hier wieder um eine Bonusmission handelt, würde ich die, glaube ich, sogar fast außer Acht lassen. Gesetzt dem Fall, wir finden jetzt hier die vierte Leiche. Das würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Keiner mehr, oder? Na, vielleicht hier oben irgendwo. Da ist er. Da liegt der letzte. Und ja, jetzt müssen wir halt nochmal 24 von den Kollegen hier töten. Ich glaube, das sparen wir uns aber, Leute. Jetzt habe ich was gut. Ich bin auch froh, dass ihr Hinweise auf den Verbleib meines Trupps gefunden habt. Vielleicht gewährt mir Gravus jetzt erfahrenere Soldaten. So haben wir es nämlich jetzt auch erledigt. Und ja, da wären wir jetzt so lange mit beschäftigt gewesen. Es ist halt einfach nur, ja, das Eliminieren der Truppen hier noch. Und dadurch, dass es halt nur eine Bonusmission ist. Oh, und wir eine ja schon abgeschlossen haben mit dem Finden des Trupps. Beziehungsweise ja der Leichen. Das gibt's doch nicht. Jetzt fahre ich sogar ganz runter und bin fast tot. Wisst ihr, was wir da machen? Da nutzen wir einfach die Schnellreise und fangen von da aus an. Bevor wir uns jetzt hier raus manövrieren. Ich glaube, das Kartenstück hatte ich oben entdeckt, oder? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, das habe ich entdeckt. Sehr schön. Dann können wir uns voll und ganz auf die letzten Missionen hier konzentrieren. Da würde ich vielleicht erstmal nochmal nach Süden gehen, damit wir hier das Kartenstück entdecken. Und dann können wir uns hier dem Bereich widmen. Ja, eine Heldenmission fehlt uns noch für den wöchentlichen Fortschritt. Fangen wir am besten mal hier unten an. Bisschen gucken, dass wir hier richtig laufen jetzt. Hm.
habe ich was Gutes. So, zerstöre das Interface der Satellitenanlage. Ich weiß nicht, ob es das schon ist hier vorne. Okay, das war es eigentlich schon. Aber gut, hier müssen wir nur 10 eliminieren. Das machen wir nochmal schnell für die Bonusmission. Also wie gesagt, bei der Heldenmission ist es halt so, das würde wirklich sehr lange dauern. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal außer Acht gelassen. Und die Erfahrungspunkte, die wir da jetzt bekommen hätten, ja gut. Wäre schön gewesen, die mitzunehmen, aber ist nicht unbedingt notwendig. Weil Endlevel haben wir sowieso fast erreicht. So, da müssen wir nämlich nur noch einen eliminieren. Dann haben wir das. Nehmen wir doch mal die Pappenheimer hier unten an dem Schiff. So, damit haben wir die Bonusmission Funkstelle abgeschlossen. Ran. So ein kleiner verrückter Jedi. So, hier gibt es noch goldene Suchtruiden. Versuchen wir mal außer Acht zu lassen. Und kümmern uns hier mal um ja, die etwas größeren Gruppen. Scheint nämlich weg zu sein. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Unruhe stiften. Ach, da ist der Druide. Ist er doch noch da? Ja gut, da muss er auch herhalten hier. Wahrscheinlich hat er gerade umgedreht, als wir an ihm vorbei sind. Den haben wir. Dann haben wir schon 7 von 15. Ja, machen wir hier mal weiter. Noch eine kleine Truppe. Wundert mich ein bisschen, dass wir auch hier keine Bonusmission gerade haben. Aber vielleicht kommt die auch erst noch. Genau, hol dir mal das Teil da.
Und wir springen hier nochmal in die Gegnergruppe. So, wie es aussieht, haben wir die ganze Karte jetzt gerade entdeckt. Ach, guck mal, da kriegen wir eine Bonus-Mission. Aber zu einer anderen Mission. Ich aktiviere den orbitalen Zerstörer. Und wir scheinen hier noch nicht ganz fertig zu sein. Da fehlt noch einer. Ja, dann suchen wir noch mal einen Gegner. Hier vielleicht. Da kommt noch ein Jedi dazu. Ja, wenn wir den Jedi getötet haben, dann sollten wir eigentlich fertig sein mit der einen. Sehr schön. So, wir machen alle anderen hier aber auch noch fertig, bevor wir zurückkehren. Damit wir wieder alles in einem Rutsch direkt haben. Huch. So, Eingriff und Störungsbeseitigung. Gut, Leute, ich würde mich hier erstmal so ein bisschen an den Rand verziehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und machen wir weiter mit dem Angriff hier auf die Republikaner. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und zuschaut und ja, dann sehen wir uns. Bis dahin.